Was geht ab? Ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein neues Format, in dem ich einfach versuche, frei zu reden, um einfach auch ein bisschen mit der Kamera mehr klarzukommen, weil ehrlich gesagt, ja, so als YouTube-Anfänger in dem Sinne noch, zumindest was dieses vor der Kamera angeht, schwierige Sache, man kommt sich immer noch ein bisschen komisch vor, was auch der Grund ist, warum ich nicht vloggen durch die Stadt renne, weil die Leute einen hier ziemlich komisch angucken, wenn man das macht. Nicht, dass ich es versucht hätte, aber ja, ich habe auch bisher niemand anders gesehen und offen gestanden, würde ich selbst auch ein bisschen komisch gucken, wenn mir jetzt auf der Straße jemand entgegenkommt, der einfach in eine Kamera redet. Und ich dachte mir, damit man auch vielleicht ein bisschen mehr über mich als Kanalinhaber erfährt, für den es interessiert, rede ich einfach mal ein bisschen über meine Zockerhistorie und wie ich überhaupt zum Zocken gekommen bin, weil das ja eines meiner zwei Haupthobbys ist. Das eine ist Zocken, das andere ist Autos, ja, wie man also unschwer erkennen kann an meinem kleinen Spielzeug, was da drin steht und mir Sorgen bereitet. Zocken hat bei mir damit angefangen, dass ich als Kind schon relativ früh damit in Kontakt gekommen bin, da ich das Glück hatte, ja, vernünftig verdienende Eltern zu haben, die jetzt also nicht so arm waren, dass sie mir nichts kaufen konnten, sondern ich habe schon früh in meinem Zimmer einen eigenen Fernseher gehabt, einen eigenen Atari, das ist also eine Spielekonsole gewesen, auch mit zwei Controllern, klassisch wie man eine Konsole kennt, aber die Grafik war natürlich noch so ein bisschen wonky, um es mal vorsichtig zu sagen. Das sah halt im Grunde aus wie so eine Art Nintendo Game Boy Grafik, wenn man das noch kennt, auf einem Fernseher. Das waren so meine ersten Kontakte mit einer eigenen Konsole. Kurz darauf kam dann der erste Sega Mega Drive. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich vor allem Sonic gespielt habe. Meistens alleine, manchmal mit meinem Cousin zusammen. Und dann haben wir uns gegenseitig versucht immer zu übertreffen. Leider war er besser als ich. Arschloch. War aber geil, hat Spaß gemacht. Und ja, dann der erste richtige Knall zockertechnisch, wo ich sagen musste, hatte ich richtig Bock drauf. Ja, das war dann, als die erste PlayStation rauskam. Und ich weiß es noch wie heute. Ich war noch ein Kind und es war, ja, das war bei meinem Cousin, ein anderer, der schon älter war. Der hat schon ein eigenes Auto gehabt, der hat eine eigene Wohnung gehabt, direkt neben seinen Eltern. Und wir waren bei seinen Eltern zu Besuch. Und ich durfte halt rübergehen, weil mir langweilig war und mit seiner PlayStation 1 spielen. Das war mein erster Kontakt. Ich weiß noch, es war Formel 1 97, F1 97, glaube ich. Und es war komplett Hammer, ja. Von Sega auf PlayStation 1 war schon richtig, richtig geil. Von da an war für mich natürlich klar, ich muss eine PlayStation 1 haben. So, dann gesagt, getan, meine Eltern so ein bisschen gedrängt und so weiter, ne? Wie man das so kann als Kind, quengeln. Dauert es nicht lange und ich bekam auch meine eigene PlayStation 1. Mein erstes Spiel, weiß ich noch, war Destruction Derby 1. Und später, glaube ich, Ridge Racer war noch dazu. Also ich habe schon immer mit Rennspielen angefangen. Ja, das hatte Auswirkungen. Und ja, genau, dann habe ich auch noch andere Spiele ausprobiert. Ich habe dann auch Shooter für Konsolen gespielt. War auch mein erster Kontakt mit Shootern, sowas wie Medal of Honor. Oder was gab es noch, was hatte ich noch? GTA natürlich, die GTA-Spiele hatte ich schon zu PlayStation 1-Zeiten, genau, GTA 1, GTA London und das ganze Zeug, wo man noch klassisch von oben rauf geguckt hat auf die ganze Geschichte. Und ja, das war so wirklich freie weltmäßig rumeiern, das war schon so Sandbox-Feeling, sage ich mal, oder der Vorreiter davon. Und im Großen und Ganzen war das schon richtig geil und dann kam die nächste Version, dann kam die PlayStation 2 raus. Und mit der PlayStation 2 kamen nachher ja auch die GTA 3 Teile und alles nach GTA 3. Diese ganzen dreidimensionalen Spiele haben mich extrem beeinflusst in dem, was mir Spaß gemacht hat, was ich in langer, langer Zukunft dann bei Spielen gesucht habe, die ich mir für Konsole und später auch für PC gekauft habe. Und bei PlayStation 2 fällt mir halt wirklich die GTA-Reihe ein. Das war halt das Extremste, was ich gespielt habe. Und eine Spielereihe, die ich auch schon von PlayStation 1 her extrem gefeiert habe, war Gran Turismo. Ich habe also quasi mit Gran Turismo 1 angefangen und bin dann bis hin zum letzten Teil für die PlayStation 3 von Gran Turismo her der Reihe treu geblieben und habe mich da extrem reingespielt in dieses Spiel. Nicht nur was das Fahren anging, sondern was mich viel mehr interessiert hat, waren auch wirklich die Abstimmung der Fahrzeuge. Was kannst du machen, um wirklich noch Zeit auf diversen Strecken rauszuholen? Strecken wie Trail Mountain, oder besonders Trail Mountain waren halt echt favorisierte Strecken von mir, also wo es nicht nur geradeaus ging, die einfachen Strecken waren mir immer zu langweilig. Der besondere Kicker war natürlich später auf der PS3, wo dann natürlich auch noch der Nürburgring dazu kam.
die grüne Hölle für jeden Autofreak und auch für jeden Sim-Racing-Freak ist die Strecke natürlich immer eine besondere Herausforderung. Zum einen, weil sie so lang ist und weil sie keine Fehler verzeiht, weil sie so schmal ist und keine Auslaufzonen hat. Und ja, mit Schadensmodellen integrierte Spiele verleihen dir da natürlich noch den Kick. Wenn du irgendwo reinfährst, bist du meistens raus. Auto ist kaputt, du kannst nach Hause gehen, das war's, Ende. Und somit schmeißt du einfach mal, was dauert eine Runde? 7-8 Minuten, je nach Auto. Und eine Runde, ne? Das sind über 20 Kilometer, 22, 23 in dem Dreh. Und das ist natürlich Simracing-mäßig bei Gran Turismo schon immer geil gewesen. Gran Turismo war für mich auch wirklich ein sehr, sehr prägendes Spiel. Ich würde sogar behaupten, das prägendste, wenn es darum geht, welche Hobbys ich noch hatte. Thema Auto. Und ja, das Ganze hat mich natürlich auch dazu gebracht, mir dann doch irgendwann einen Computer zu kaufen, weil ich gedacht habe, ja, zocken macht Spaß, aber ein Kumpel von mir hatte einen Computer, einen eigenen PC, darüber bin ich dann rangekommen. Und ja, irgendwann, da hatte ich schon meine eigene Wohnung, da habe ich dann einen eigenen PC und Internet dazu. Und mit dem eigenen PC, die ersten Erfahrungen wirklich waren, ja, Navy Field. Navy Field war das erste Multiplayer-Online-Spiel, was ich gespielt habe. Das war also kein Shooter oder sonst irgendwas oder Rennspiel, sondern Navy Field. Das war ein massively Multiplayer-Online-Game mit so Schiffchen, ja, so eine Art World of Warships in 2D. Nur, dass du nicht einfach mit der Maus gezielt hast und hast da hingeschossen, sondern du musstest sowohl die Richtung als auch die Höhe selber einstellen. Und sehr, sehr skillbasiertes Spiel. Du hattest natürlich auch viele Faktoren, was deine Besatzung angeht, was deine Schiffe angeht, welche Kanonen du diesen Schiffen gibst, weil das konntest du auch ändern. Extrem detailliertes Spiel dafür, dass es nur ein kleines 2D-Spiel ist. Und darüber habe ich dann wirklich auch Leute kennengelernt, mit denen ich zum Teil sogar heute noch in Kontakt bin und zusammen zocke. Und ja, zu dieser Zeit habe ich dann auch noch die PlayStation 3 gekauft. Ich hatte dann also sowohl Konsole als auch Computer zu Hause und habe damit dann mir die Zeit vertrieben und vertrödelt. Mit der Zeit habe ich mir natürlich immer bessere Rechner, Schwindefliege, gekauft und habe mir bessere Spiele gekauft. Und mit der Zeit haben dann andere Spiele, World of Tanks zuerst, dann War Thunder und dann World of Warships. So ungefähr in der Reihenfolge tatsächlich auch die Spiele, die mich dann am meisten rechnertechnisch beeinflusst haben, wo ich sage, die spiele ich am meisten und sowas habe ich immer am meisten gespielt. Ego-Shooter tatsächlich, Counter-Strike muss ich sagen, Source, damit hat es angefangen, dann später CSGO ein bisschen und noch was Shooter-mäßiges, ja, Heroes and Generals, hauptsächlich wegen meinen Freunden, weil die das früher gerne gespielt haben. Habe ich es dann mitgemacht. Also ich muss aber auch zugeben, dass so Shooter-Spiele im Speziellen Heroes and Generals oder einfach nur HG immer so das Böse in mir rausbringen. Also Thema Rage war bei mir immer da, aber das ging auch ins Gegenteil. Also sowohl ich spiele emotional eigentlich für mich selber, wenn die Kamera aus ist und ich nicht filme, viel emotionaler, als wenn die Kamera an ist und ich das aufnehme für meinen Kanal, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass meine Emotionen dann sowohl positiv als auch negativ, ich lache mir den Arsch ab über Situationen, aber ich rage dann auch mal. Ich zerlege keine Tastaturen dabei, aber ich ärgere mich schon und fluche rum wie ein Rohrspatz, aber volle Sau. Und ehrlich gesagt macht das auch Spaß beim Zocken, aber mit sowas gehst du natürlich Leuten auf YouTube oder vielleicht auch in deinem Discord oder TS dann auch schnell mal auf den Sack. Deswegen versuche ich immer schon, wenn ich mit anderen spiele, das ein bisschen runterzuschrauben. Funktioniert in letzter Zeit auch eigentlich relativ gut. Und im Großen und Ganzen war das auch schon so meine Zockerkarriere. Ich habe immer noch meinen Rechner zu Hause. Ich habe angefangen mit YouTube, was ich 2014, ein bisschen vorher, ja vorher schon, für mich entdeckt habe, aber keinen Account habe. Ich weiß gar nicht, habe ich meinen Account 2014 erstellt, ich glaube. Und habe von da an dann mein Zocken mit YouTube verbunden und habe dann irgendwie angefangen, auch eigene Videos zu erstellen. Ich arbeite ständig noch ein bisschen an meiner Qualität. Bisher ist die Qualität eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, es ruckelt immer ein bisschen bei den Aufnahmen. Aber wenigstens habe ich jetzt schon geschafft, diesen komischen Grauschleier, den ich auf den Videos drauf hatte, zu entfernen. Und jetzt laufen diese Gaming-Videos ohne irgendwelche komischen Grauschleier. Ich bin mittlerweile auch echt froh darüber, dass ich eine Community von jetzt über 150 Leuten habe. Vielen Dank für euer Abo an dieser Stelle, an jeden Einzelnen, der meinen Kanal abonniert hat. Ich freue mich da echt drüber und
ja, so, ich sag mal so, ich habe mich auch schon mega gefreut, als ich 10 Abonnenten oder so geknackt habe. YouTube ist halt wirklich so ein Ding, du guckst auf deine Zahlen, das kann negative Auswirkungen haben, aber so als kleiner YouTuber interessiert dich das nicht großartig, welche negativen Auswirkungen das hast, weil du selber damit kein Geld verdienst. Positiv ist es aber sehr, weil du dann siehst, ja, du hast eine wachsende Zahl und immer mehr Leute gucken dein Video und das ist halt was, was mega motiviert, was mega viel Spaß macht und was, glaube ich, viele von den großen YouTubern so ein bisschen langsam verlernt haben. Aber gut, das soll es gewesen sein. Das ist so ein bisschen meine Zockerhistorie. Wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, dann könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentarleiste hauen. Ihr könnt aber auch sehr gerne eure eigene Sache, eure eigene kleine Geschichte in die Kommentare hauen. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen und antworten. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.